Siehst du es? Ja, es gibt noch Hoffnung. Da wird geschnitten. Ja, da wird geschnitten. Jetzt ist es der 22.12.2000 abends. Mein persönlicher Schatten von diesem Jahr. Heute Morgen war ich noch im Krankenhaushalle und da hat der Arzt mir gesagt, dass der Knoten, der vorgestern aus meiner Brust entfernt wurde, dass der ein bisschen, so hat er das genannt, ein bisschen bösartig wäre. Das heißt, es ist ein Karzinom. Ich habe Brustkrebs. Und jetzt müssen die Lymphknoten noch weg und vielleicht auch noch ein Teil der Brust oder die ganze Brust. Also bis jetzt ist nur so ein ganz kleines Stück rausgenommen. Die rechte Brust, die ist hier. Der Verband, der ist noch drum. Ich liege jetzt zu Hause in meinem Wohnzimmer. Beziehungsweise sitze ich gerade auf dem Gästebett. Und dann sollte ich einen BH darüber anziehen, damit das Blut da nicht so rein läuft. Jetzt will ich das mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Also das Pflaster traue ich mich jetzt aber noch nicht abzumachen. Das ist die andere Seite. Da ist nichts. Die ist in Ordnung. Da sind nur so wassergefüllte Zysten drin, das macht nichts. Und hier war, hier so drunter, hatte ich so vor einem Vierteljahr einen Knoten gespürt, ungefähr so in Herbstferien. Im Oktober war das. Ja, es ist 2 Monate ist das hier, ist gar nicht viel. Sonnenschein. Hallo Mama. Hallo. Ja, interessiert. Die sind dieselbe Telefonnummer. Weil die letztes Mal die Sandy ins Telefon kam. Wenn die schlief. Ja. Jana ist auch mit. Hallo. Ja, das ist das Bett gibt, aber ich finde das besser mit dem Fenster. Kann ich das Fenster aufreißen? Das ist nämlich viel zu warm hier. Da wurde ich dir. Hier, da wurde ich gerade gestochen. Nicht noch einen extra Schnitt dann da. Nee, das machen wir mit einem Schnitt. Jetzt setzen Sie sich mal hin. Mhm. Und du musst unbedingt nach Berlin fahren. Da sind die wissenschaftlich führend. Oder wir machen diesen doch nochmal auf und machen hier einen zweiten. Siehst du mich jetzt? Ja, wir sehen. Soll ich dir mal die Flaschen zeigen hier? Ja, jetzt siehst du. Jetzt siehst du. Hast du uns jetzt alle? Ja. So, der erste Schlauch ist ab heute, 6. Januar. Bis runter zum Schlauch. Bitte schön, so viel ist da noch. Jetzt wieder hoch zu dir. Sieht wirklich gut aus, dein Busen. Kannst die Hand noch ein bisschen hochnehmen. Was, die? Ja, wie sieht man. Ein toller Busen. Wunderbar, kein süß. Unterschied. Und Schluss. Ich habe heute den Befund gekriegt. Dann
von der zweiten Operation. Die Lymphknoten sind auch befallen. Das heißt, ich muss jetzt die harte Variante gehen der Therapien. Aber ich bin irgendwie zufrieden, dass ich es weiß. Dann kann ich was tun. Ich muss jetzt da durch. So, und meine Wunde tut im Moment tierisch weh. Mal sehen, was ich jetzt dafür tun kann. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich das jetzt überhaupt hinkriege, dass die Kamera das sieht. Ich müsste mir da so einen Hocker drunter stellen. Mein Gesicht kann man auch nicht erkennen. Ja, wenn ich weiter weggehe und lauter spreche, dann sieht man alles. Das ist ja jetzt, die Kamera steht auf dem Klavier und nicht auf dem Stativ. Ich schaffe das jetzt auch nicht mehr so mit dem rechten Arm, die hin und her zu stellen. Ich stinke auch hier ganz fürchterlich. Aber das bappt jetzt hier so fest. Und irgendwie will ich da jetzt gleich mal was gegen tun. Probier das mal. Guckt euch das nochmal an, wie es jetzt aussieht. Ich nehme die Kamera doch lieber mal in der Hand. Das Stechen, weil im Krankenhaus sind mir mehrere Gefäße geplatzt, als die Kanüle da eingelegt haben. Deswegen war das nicht. Ja, das ist eine große, das spritzt ja auch. Das hat dann aber nicht geklappt. Okay. Mein Schatten ohne Haare. Heute ist der 27. Februar 2001. Und eben gerade hat Susanne, genannt Susi, mir die Haare abrasiert. Einmal rumgehen um den Kopf. Nachteil bei dieser Kamera ist, der sieht ja wirklich hier einen blöden Leberfleck. Also, heute ist der 16. Mai 2001 und jetzt gibt es Frühstück bei der Selbsthilfegruppe. Das ist Elisabeth und Renate. Sprichst du das auf oder was? Die Gastgeberin Ingrid, unser jüngstes Mitglied. Gabi ist heute neu, zum ersten Mal da. Die spricht das jetzt immer mal, damit sie alles im Bild fest ist. Und Claudia ist inzwischen auch gekommen, da muss ich mal rumgehen. Da sieht man dich gar nicht, weil ich da was. Ja. Ich will auch mal meine Haare von hinten sehen. Nee, ich sehe sie tagtäglich. Sehen auf Mama. Ich liebe